Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Lecker, lecker. Miam, miam. Da habe ich doch Hunger auf das nächste Adventstürchen. Hier. Schocktober, Schlitznachten. Nee, was hatten wir? Katwender. Katwendskalender. Oh Gott. Ja, Katwendskalender. Filme. Mit Daniel und mit mir. Hier. Aus der zweiten Reihe. Aus der zweiten Reihe hier auf gregs-rpgheaven.de. Daniel, wir haben beim letzten Mal über den Film Loose gesprochen. Ja? Und es war einer, den du auf dem Fantasy Filmfest gesehen hast und der noch nicht vielen Leuten präsent war. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch den Trailer mal angeschaut, um mal einen Eindruck zu bekommen, von was du da erzählst. Diese Stimmung, die du auf jeden Fall dann da vorgetragen hast, ich sehe schon dieses so Muffige, was da drin ist, aber so von der Bildsprache her, ich muss so ein bisschen an The Void dezent denken, was wir im letzten Jahr besprochen haben und auch, wie kennst du Turbo Killer von Carpenter Brut, das Musikvideo? Ja, ja. Das hat auch ein bisschen so diese Bildsprache gehabt, was ich mochte diese weiten Shots, dieses sehr rauchige, was du hattest, ist wahrscheinlich extra für den Trailer gemacht, dass du diese kurzen, knackigen Bildfunken da hast, die dazwischen sind, was eventuell vielleicht dem Film nicht ganz gerecht wird. Nee, also das ist kein Schnittgewitter oder so. Genau. Der nimmt sich halt schon Zeit. Im Trailer wurde das alles nochmal ein bisschen verdichtet, denke ich mal. Aber rein so stimmungsmäßig, was ich gemocht habe, waren vor allem diese weiten Einstellungen, die du da auch hattest. Ne? Weil da hatten wir auch, das hatten wir bei Kino Plus angesprochen, über den Film spreche ich nicht heute, aber Cure, den ich ja auch nochmal auf der Liste haben werde, ist auch ein Film, der ähnlich so mit lästig Zeit für seine Szenen, macht die Kamera ein bisschen weiter weg, wirkt dadurch aber auch realer. Ja, ja. Lass mich mal raten, es wird wahrscheinlich auch nicht ultra viel mit Musik gespielt in dem Film, oder? Geht's? Ja, geht. Geht's. Aber es gibt ja schon auch Szenen, wo du wirklich auch nur dieses reine, du hast die Situation, ne, wo man zurückgefahren wird. Genau, oder es sind halt eher, also es ist nicht Musik, sondern eher Geräusche. Es ist irgendwie eher so. Genau, der Sound, der zieht dich da rein, dass du dich ein bisschen von wegen auch, du hast ja gesagt, so von der Kamera aus so ein bisschen der Beobachter der Szene, ne, der Dolmetscher. Genau, dass du dich von der Perspektive dann auch sehen kannst. Und das sieht echt aus wie ein Film, bei dem ich auch erstmal, du machst den an, du weißt nicht, was du da warten kannst, und am Ende sitzt du da und sagst, okay, ist gut, dass ich den gesehen habe. Ich bin sehr gespannt. Der ist auch auf meiner Liste hier mit drauf. Diese leckere Einleitung, die ich vorhin gemacht habe. Es geht hier nämlich jetzt ums Futtern, sozusagen, im Film. Oh, ich hatte auch mal so einen hier. Hatte ich mal vorgestellt? Feed hieß er, glaube ich, oder? Nur Feed, ne? Ja. Feed oder Feeder, in einem der frühesten oder so. Schoko hat mit dem mit dabei gehabt. Der war auch ziemlich bäh. Wobei, das jetzt hier ist eher eine Horror-Satire aus dem Jahr 1985. Den Film, den hatte ich damals hier nicht gesehen. Ich glaube, der ist außerhalb der USA nicht besonders viel rumgekommen. Der wurde zwar auch in Deutschland released, aber den habe ich wirklich nirgendwo in der Videothek hier gesehen und im Nachhinein, weil viele den empfohlen haben, mir angeschaut. Und das ist echt auch so ein einfach komischer, merkwürdiger Film und heißt The Stuff. Oh, das ist der mit dem Schnaps oder Zeug. Mit dem Glibberzeug. Glibberzeug, ne? Mit dem Glibberzeug. Ich habe mir hier notiert in meinen Notizen, ja? Das ist die invertierte Fassung von der Blob. Ja, genau. Ja? Es ist nämlich nicht eine Masse, die Menschen frisst, sondern es sind Menschen, die eine Masse fressen. Es geht darum, dass in dem Film, da sind Bergarbeiter in den USA und die entdecken beim Abbau von wichtigen Mineralien auf einmal eine Quelle von so einer weißen Masse, die aus dem Boden hervorsprudelt. Ne? Sieht aus wie so ein bisschen Marshmallow, so ein bisschen Zeh und so weiter. Was macht der Typ, der das Ding entdeckt? Natürlich. Klar, was man so macht, wenn man was Weißes, Glibberiges auf der Erde findet. Es ist eindeutig das Erste, was du dann machst. Sagt seinem Kollegen, ey, komm mal her. Probier mal. No? Schnitt, das Ding wird verkauft. Nein, anscheinend dieses Zeug, was sie in der Erde gefunden haben, ist so lecker, ja, dass jeder es essen möchte und davon quasi abhängig wird. Ne? Die werden abhängig davon. Ne? Die werden abhängig davon. Da hat so ein bisschen, du siehst auf einmal, wie diese Gesellschaft von diesem Produkt, was da verkauft wird in den Läden, es wird The Stuff genannt, das Zeug. Da sind so Werbespots, die produziert werden, fast schon so ein bisschen Running Man-esque, Robocop-Style. Ne? The Stuff ist toll, mach dich voll. Also nicht exakt diese Melodie. Es ist der größte Welterfolg überhaupt, aber die Konkurrenz, die natürlich auch ihre eigenen Sachen dann nicht verkaufen kann, die essen es doch auch gerne und sagen, super, aber wo kommt das her? Wir verdienen nichts dran, ne? Was ist da? Und die wollen Industriespionage machen.
Und die holen sich einen ehemaligen Anwalt, der quasi so spezialisiert ist auf Industriespionage und sagt, ey, du wirst mal das Hauptquartier von denen unterwandern und schauen, wo dieses Zeug überhaupt herkommt, weil alle Leute, die es bei der Kommission in Amerika, so Gesundheitsamt dann durchgewunken haben, die sind entweder im Urlaub oder tot. Ja, wir können also uns nicht unterhalten, wir können keinen schmieren, der uns was erzählt darüber. Wo kommt das her? Wir wollen einfach raus und das Rezept kopieren und was auch immer machen. Und dieser Typ wird auch gespielt von dem bekannten Schauspieler, ich glaube, ich habe mir den Namen nicht notiert, aber der, den hat man auch sehr häufig in den 80ern gesehen, der hat auch so ein super schnelles Mundwerk und ist eigentlich auch eher so ein unangenehmer Zeitgenosse, der sehr dominant daherkommt, also von der Art her, wie er mit den Leuten da umgeht, aber hat auch einfach, reißt einen mit dem Film, er ist sozusagen der Ankerpunkt, weil der versucht herauszufinden, unterwandern das Unternehmen, geht zu den Leuten, die die Werbespots produzieren und ey, könnt ihr mich wieder weiterleiten oder hier zu dem Letzten von dem Gesundheitsamt, der noch über ist und wo kann ich nochmal mit der Firmenspitze reden und so weiter und arbeitet sich nach und nach vor in das kleine Dorf, wo das zuerst entdeckt wurde, wo anscheinend da die erste Charge ausgeliefert wurde und er muss erkennen, dass dieses Zeug anscheinend ein Eigenleben hat. Ja? Wenn die Leute es essen, das kommt ab und zu auch mal aus den Leuten raus und hinterlässt dann leere Höhlen über. Die versuchen ihn zu greifen, anscheinend hat es auch gedankenmanipulierende Fähigkeiten, das Zeug, und er puncht einen mit der Hand und sein Kopf explodiert, ne? Weil die einfach so strukturell davon anscheinend von innen aufgegessen wurden, dass da einfach nicht mehr viel ist, außer der Matsche. Wir haben so einen Nebenstrang in der Geschichte, das ist ein kleiner Junge, der sieht, wie sich der Stuff im Kühlschrank bewegt und er will ihn nicht essen. Ja, er sagt, keinen Bock drauf. Hat keinen Bock drauf, aber seine ganze Familie, so Bruder, Mutter und Vater, sagen, hey, iss dein Stuff, das ist so geil, nimm das. Und er will einfach nicht und sie versuchen richtig so, ja, war schon so Stepford Wives mäßig, ne? Die sind dann indoktriniert davon, die sind richtig übernommen worden von diesem Stuff und versuchen ihn einzuflößen, damit er auch zur Familie dazu gehört und er versucht irgendwie dann zu fliehen, der kleine Junge, er tut so, als ob er, er nimmt so Rasierschaum und tut so, als ob es der Stuff ist und fängt ihn dann zu essen, jam, 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 ist das lecker, ich gehöre jetzt zu euch. Auf jeden Fall innerhalb des Filmes kommen der kleine Junge und dieser Typ zusammen und versuchen dann, weil der Junge dann mit seiner Familie nicht mehr wirklich zusammen sein kann, herauszufinden, was das ist. Und es ist eine richtige Epidemie. Und das schaukelt sich nach und nach hoch. Dieser Stuff, fast schon wie der Blob, ist teilweise auch in großen Massen unterwegs und wird dann bekämpft. Das Militär wird dazu geholt. Und ey, also rein einfach vom Tempo, vom Wortwitz aus her, ist es eine ziemlich starke, also stark auf Satire ausgelegt. Die Horrorelemente sind vorhanden, aber sporadisch eingesetzt. Du hast da mal einen explodierenden Kopf und auch mal richtige Splatter-Effekte. Da ist ein Charakter, den ich nicht weiter benennen will, wird von Garrett Morris gespielt. Kennst du vielleicht so einen Schauspieler, der in vielen Comedy-Filmen in den 70er und 80ern schwarzer Schauspieler aufgetreten ist? Müsste auch bei SNL gewesen sein, Saturday Night Live, Garrett Morris, Tim Mine, also vom Gesicht her hast du den gesehen und der hat auch eine ziemlich signifikante Rolle, auch was speziell dann mit Spezialeffekten angeht und das war einfach so ein Film, der wurde mir immer wieder empfohlen, hey, das ist so ein Klassiker, wer ist auf Deutsch, der Leckerbissen des Todes oder so, ein tödlicher Leckerbissen. Heißt der. Da wird man nicht so viel von wegen Grusel haben, trotz der kleinen Splatter-Effekte, aber trotzdem interessant. Ah, ja, klar. Ja, ja. Den hast du schon mal gesehen, ne? Ja. Genau, dabei. Und auch hier dieser Scott Bloom ist der kleine Junge, der im Film aufgesetzt ist. Ah ja, und wenn du mal zurückgehst, da siehst du den anderen, das ist der Hauptdarsteller, der Michael Moriarty. Der ist der Ex-Anwalt, der dann so auf die Tour drauf geht. Und ich finde gerade, also was du so als Horrorsatiren häufig mal hast, der Blob ist einen ziemlich anderen Weg gegangen. Weil der Blob fand ich super, den hatte ich auch hier im Schocktober. Der Blob ist halt auch wesentlich brutaler. Ist wesentlich brutaler und erzählt so eine dezent andere Geschichte als das hier. Ist mehr eben die Gesellschaftskritik, die dabei ist, die auch, ja, so, also auch ganz weirdes, komisches Storytelling ab und zu mal da hat. So dieser, der Militärtyp, auf den sie treffen, der ihnen dann aushelfen soll, ist auch ein ganz, ganz eigener Charakter. Und ich finde so, es gibt nicht viel Vergleichbares mit dem Film hier aus. Also ich weiß nicht, wie man ganz so die Stimme, ich habe jetzt keine Filme, die ich dann eben zum Vergleich nennen kann, weil es einfach nicht so viele gibt in der Form. Und das ist etwas auf jeden Fall, wer sowas in der Art gefällt, wer mal was sehen will. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, warte mal. Futurama ist ein ganz gutes Beispiel, weil da gibt es zwei Folgen, die man damit Slurm? Echt, Slurm, die Slurm-Folge, genau, die Slurm-Folge, ja, wo die alle anfangen, das Slurm zu essen, ist auf jeden Fall sehr inspiriert davon. Ne? Und es gibt auch die Poplars, kennst du die noch?
Das waren diese kleinen lebenden Tierchen, die sie angefangen haben zu essen, die ganze Zeit. Ach, ja, stimmt, wo sie auch nicht aufhören konnten. Genau, also es ist ein bisschen da so inspiriert, wenn du siehst, dass um dich drumherum Millionen von Menschen sollen es in den USA sein, die von diesem Zeug befallen sind und dann müssen sie es nacheinander aber irgendwie davon entwöhnen und alles. Da spielt sehr diese Futurama-Nummer mit, die man später da so gesehen hat. Die Slurm-Folge ist großartig. Ja, so ist es. Hast du mal ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt? Oder? Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich bin immer wieder über ihn gestolpert. Ich weiß hier unsere, sag ich mal, auch Zuschauerin, beziehungsweise, wie nennt man sowas? Wir folgen uns gegenseitig bei Letterboxd zum Beispiel. Mhm. Und hier, also, die Letterboxd-Freundschaft? Ja, nee, ist eigentlich Quatsch, aber sie ist auch im Forum bei uns, also Britta. Die hat den Film mal irgendwann gesehen. Ich glaube, sie hat auch ein Review dazu verfasst und so. Und sie hat auch immer so ein Faible für, ja, schon so ein paar trashige Perlen. Mhm. Und sie war eine der letzten, die den Film, glaube ich, gesehen hat, wo ich dann mitbekommen habe, guck mal, da hat wieder mal jemand gesehen und ich habe es immer noch nicht geschafft. Mhm. Aber ja, dieser Film hat mich jetzt... Es gibt unter anderem diesen, darf ich den Namen nennen? Egal, es gibt einen Film, der heißt Street Trash. Ja, da. Der ist in Deutschland, darf man den nicht gucken, wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, ob man den Deutschland ist der mal erschienen, aber halt geschnitten. Okay, wenn er erschienen ist, dann die ab 16 Fassung ist gemeint. Darum, also ich will jetzt gar nichts Wertendes zu diesem Film sagen. Ich sage nur, worum es geht. Da geht es halt auch um so einen Fusel, den sich halt die ganzen Obdachlosen in den Film reinknallen. Beziehungsweise so ein Serum oder sonst irgendwas. Und die verwandeln sich dadurch halt oder mutieren dadurch halt auch. Mhm. Ja. Und es gibt ja so zwei, drei solche, sag ich mal, wie soll man sagen, Food-Horror. Ja, so speziell. Es gibt eine Handvoll Oral-Horror. So nennt man Zahnarztbesuch. Oral induzierter Horror. Ja, ich ihr wisst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, also der Teufel sitzt im Lebensmittel, keine Ahnung. Im Kühlfach. Genau. Und darüber, ne, also wenn es irgendwie darum ging, solche Filme mal wieder irgendwie hochleben zu lassen, dann wurde auch das Stuff meistens immer genannt. Also auch dann halt klar in Bezug auf der Blob zum Beispiel und so. Wenn es irgendwie so ein bisschen... Kann man das vielleicht auch Body-Horror einfach bezeichnen? Weil ich meine, im Endeffekt spielt der Körper ja eine Rolle, ne? Also Körperfresser kommen... Es ist so, dieser Body-Horror von der Art aus, dass so etwas, dass das Leute dann sich etwas zu sich nehmen, dadurch verwandelt werden und eben auch die typische in Body-Snatcher-Geschichte. Ja, also wirklich Body-Snatcher, Hidden, könnte man auch sagen, ja. Also statt weißem Schleim ist dann eher eine außerirdische Zecke. Ja. Zum Beispiel. Was wäre noch? Keine Ahnung, fällt mir jetzt auch nichts ein. Aber sowas meine ich halt, ne? Also von mir, oder nennt es Körpertausch oder Blei, weiß ich nicht. Aber ja, da ist der Film mir schon mehrfach unter die Augen gekommen, aber leider nie geschafft. Leider nie geschafft. Ey, bei Zeiten, wenn du irgendwann mal ein bisschen... Und das ist auf jeden Fall einer, den ich auch nicht mehr gucken möchte. Der habe ich schon immer der ist mir so präsent. Erwarte eben nicht dann die hohe Kunst in der Form, weil sehr viel dieser Tiere wird mehr in den Vordergrund gepackt, ne? Und auch schon wegen Gesellschaftskritik, eben so in der Form. Und da geht das Storytelling ein bisschen darunter, gegenüber der Gesellschaftskritik. Der ist nicht ganz so albern wie in Attack of the Killer Tomatoes. Das ist wirklich nochmal die Speerspitze so an solcher Art Film, wo man nochmal ein bisschen was anderes macht draus, weil der nimmt sich in einer gewissen Art ernst, aber auf der anderen Art wieder nicht. Ne? So eine ganz eigene Mischung. Und ich bin ganz froh, dass ich den auch gesehen habe. Ist ja vermutlich, also ich würde es vielleicht dann mal sagen, vielleicht könnte man es mit Sie leben vergleichen. Ja, Sie leben 0,4. Ja, aber ja. Weißt du, ich meine, guck mal, Sie leben nimmt ja seine Welt auch ernst, ist es trotzdem eine wirklich knallharte Satire auf den Gesellschaftszustand. So. Genau, und auch Robocop ist auch was so in der Form. Eben, zum Beispiel. Oder Running Man, also du hast was in der Art, nur dass es kindgerechter designt ist in vielen Teilen, dass du dann eben ein bisschen mehr damit anstellen kannst. Der Regisseur von dem, der hatte auch von dem vom Filmverleih oder von den Leuten, die es finanziert haben, auf den Deckel bekommen, weil die haben so einen Straight-Horror-Film erwartet, von dem dann eben diese Satire bekommen. Der ist da auch ein bisschen untergegangen an den Kinokassen. Der meinte irgendwie, wir haben echt gute Kritiken in der Zeitung in New York bekommen, aber an dem Tag war Sturm und keiner hat Zeitung gekauft, deshalb hat keiner die guten Kritiken mitbekommen, ist nicht ins Kino gegangen. So kann es mal passieren. Da wirst du auch ein Kulthit dann später. Ja, ein Glück. Ich meine, guck dir The Room an. Das war eigentlich nur ein Plakat, was es alles ausgelöst hat, so, ne? Also nur ein Billboard auf irgendeinem Highway. Und es reicht oft, das weniger. Also ich würde sagen, damit haben wir diesen Film adäquat besprochen. Lass ein bisschen Slurm holen, ne? Ja, genau. Wir trinken jetzt mal eine Runde Slurm. Bis zum nächsten Mal. Ihr Slurms da draußen. Blöp, blöp. Tschüss.
hier, die sind auch wie so ein Hut dann auch. Wie heißen die Gedanken? Die Gedanken, die Gehirnschnecken. Die Gehirnschnecken. Heißt sie einfach nur Hirnschnecken? Gehirnschnecken heißt sie. Ich muss Schlamm trinken. Wo kam das her? Aus dem Arsch von der Königin, ne? Aus dem Arsch von der Königin, ja. Ich kann nicht aufhören, aber...